Weil ich hab's, glaube ich, noch nie mit einem Team unter Level 6, unter Level 50, wo Pokémon unter Level 50 drin waren, betreten. Aber sollte möglich sein, ja. Oder? Ja. Uiuiui. Ja, komm, komm, wir gehen jetzt einfach rein. Entweder wir verlieren oder wir gewinnen. Los! Auf in den Kampf! So. Unsere erste Gegnerin ist ein Weibchen. Deswegen ist es eine Gegnerin und kein Gegner. Und vielleicht kann man hier so schon im Raum so leicht erkennen, was für Pokémon sie einsetzt. Ja. Es ist schwer zu erkennen an diesen Eissäulen. Ich weiß. Sieht zwar aus wie Stahl, ist aber nicht kein Stahl, sondern ist wirklich Eis. Und sie wird auch wirklich nur Eis-Pokémon einsetzen. Aber ich weiß nicht mehr, welches Pokémon sie als erstes einsetzt. Es ist auf jeden Fall kein Pokémon, was ich, wogegen ich das da einsetze. Warte, ich kann mal kurz im Kopf durchgehen. Ich glaube, sie setzt auch ein einziges Pokémon ein, was nicht Eis ist. Und zwar, glaube ich, das. Genau, warte. Ich gehe mal ganz kurz im Kopf durch. Okay, gut. Ich glaube, sie setzt als erstes ein, das da ein. Ja. Ich glaube, mit ihm haben wir die besten Chancen. Ich hätte das war jetzt garantiert falsch, aber was soll's. Okay, ja, Pokédex, ganz wichtig nochmal zu checken. Okay, wir machen jetzt einfach den Kampf. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Ich würde es um Gnade winseln, wenn ich eine Pokémon eingefroren habe. Ha! Bist du bereit? Guck mal sogar hier solche eingeblendeten Teile. Genau. Yugong, ich wusste es, dass es Yugong ist. Haha. Irgendwoher noch. Aber ich habe Angst, dass es schneller ist als wir. Wir müssen es riskieren. Ja, wir sind schneller. Hoffentlich besiegt er es. Oh Mann, die Attacke ist wirklich sehr effektiv. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ja. So. Wir wissen, dass wir schneller sind als Yugong. Wir können es mit Schlafpuder riskieren. Oder auf einen Volltreffer von Rasierblatt hoffen. Mir gefällt beides nicht. Schlafpuder 90%ige Chance. Da 33. Oder? Mal 25 nur. 25 glaube ich nur. 25, 90. 25, 90. Schlafpuder. Meine Güte, haben wir ein Glück heutzutage. So. Damit sich das Pokémon gleich auch gar nicht erst heilen kann, werden wir das ganz Geschickte jetzt machen, indem wir Egelsamen einsetzen werden. Und dadurch auch noch ein paar KP nochmal zurückgewinnen. Und dann setzen wir nächste Runde dann Rasierblatt ein und dann ist es besiegt. Das ist nicht fair. Gut, ich hab's überlebt. War auch wirklich nur haarknapp, ne? Das ist doch echt nicht mehr fair gewesen, Leute. Spielt doch mal fair! Meine Güte. Vielleicht ein Rasierblatt lässt ihm noch ein KP übrig. Ich hab's gerade so richtig im Gefühl. Ich bin sprachlos, Leute. Ich starre gerade auf diesen winzig, auf diese 2 Pixel rot da. Ich starre gerade echt wirklich auf diese 2 Pixel da. Ja, also ich bin gerade wirklich zu Tode sprachlos. Das ist vielleicht nachvollziehbar, weil ich wirklich sprachlos bin. Das macht mich gerade auch so ein bisschen wütend.
Mann, das ist echt unfair. Ich bereue es aber, glaube ich, gerade, dass unser Pokémon... Ah, wenigstens hilft Egelsam doch noch zu dem Tod von Yugong. Wenigstens das. Ausdos. Ja, genau, dagegen setzen wir auf jeden Fall Waldemar ein. Nein, da unser... Entschuldigung, Wiederknosp besiegt ist, setzen wir dagegen wirklich Elisabeth ein. In der Hoffnung, dass es mal was vernünftig macht. Mach was vernünftig, bitte. Okay. Und wir setzen dagegen jetzt Totempo ein. Nein, natürlich nicht. Und zwar setzen wir dagegen Flammenwurf ein, wegen niedriger Spezialverteidigung. Ich versuche ganz ruhig zu bleiben. Ich denke, ich weiß gar nicht mal, ob ich die Pokéliga wirklich heute komplett schaffen werde. Komm. Weh, du bist nicht besiegt. Sei besiegt. Wenigstens brennt so ein GCSKO. Ah, noch ein Stachler. Okay, gut. Dann setzen wir gleich einfach Turbo-Tempo ein, ne? Das war doch Turbo-Tempo, oder? Ja. Ha, wenigstens haben wir es besiegt. Ja! Du hast was richtig gemacht. Du hast es sogar verbrannt. Jetzt lassen wir es da stehen. Nein. Wir setzen natürlich dagegen unser Waldemar ein. Und, wir wissen, er hat das gegnerische Pokémon ja lustigerweise den Eistyp. Und wir haben eine Kampfattacke. Ist eigentlich Boden auch effektiv dagegen? Ich weiß es gerade gar nicht. Hyperstrahl würde zwar mehr Schaden zufügen, aber guck mal, die wenigen AP. Die darf ich ja nicht alle verschwenden. Also werde ich dagegen gleich Durchbruch einsetzen. Aber... wir wollen ja, dass es mit einem Schlag wirklich klappt. Egal, wir haben Hyper-Heiler. Das ist uns völlig egal. Wir setzen noch ein paar X-Angriffe ein. Dann mach es auch den restlichen Kampf jetzt gleich einfach zu Ende. Ich hoffe, da geht mit Tapia jetzt kein Problem, dass es alles macht. Ja, wir haben ja Hyper-Heiler. Wir haben Hyper-Heiler. Ist egal, ist egal. Komm. Noch ein Body Slam. Ich würde jetzt gerne einen Hypertrank einsetzen. Ja. Wofür haben wir gerade eben unsere Items sortiert? Damit wir nicht mehr wissen, wo wir sie haben. Genau. Hypertrank. Perfekt. Ein Body Slam kommt nochmal rein. Ich glaube, ich riskiere es jetzt einfach, ich setze einen Hyperheiler ein. Ja. Wir setzen einen Hyperheiler ein, wir wissen nicht, wo er ist. So, und heilen es. Feuer Slam, wetten wir sind jetzt paralysiert. Nein, sind wir nicht. Okay. Durchbruch! Oh, es ist schneller als wir. Kein Crit. Gut. Durchbruch! Komm, das ist mit einem Schlag besiegt. Mit einem Schlag, mit einem Schlag, mit einem Schlag! Das Spiel will mich hier echt nur noch ärgern. Das ist unrealistisch. Weißt du? Verstehst? Verstehst du, liebes Spiel? Du tun hier sehr machen unrealistische Sachen. Du verstehen mich. Egal. Halt noch ein Hypertrank, weil der Gegner halt sein Pokémon ist auch. Mit einer Top-Genesung wahrscheinlich auch noch. Wir wissen, unsere Attacke ist nicht stark genug. Von daher bringen wir ihm jetzt noch einmal Inks-Angriff dazu. Jetzt muss mit einem Schlag K.O. gehen, ansonsten ist alles unrealistisch. Vorher machen wir aber nochmal einen Hyper-Heiler. Mann, das Spiel treibt mich echt in den Wahnsinn, wisst ihr das? Wetten wir sind paralysiert. Nein, sind wir nicht. Juhu, ich bin so froh. Durchbruch. Wehe, du bist nicht besiegt. Wehe, du bist nicht besiegt. Wehe, du bist nicht besiegt. Wehe, gut. Gut. Gut, sehr, sehr gut. Nein, wir werden unser Pokémon nicht wechseln. Wir lassen unser Waldemar da stehen. Es haut deinen Lamus mit wenigen Angriffen hoffentlich aus den Latschen. Aber vorher heilen wir es lieber nochmal.
Oh, wehe, du machst mich mit einem Schlag K.O., dann bin ich wütend. Sehr wütend. Amnesie erhöht die Spezialverteidigung, das ist okay. Ja, da brauche ich keine Angst. Stärke. Sei besiegt. Das Spiel will mich ärgern. War wirklich ärgern. Das ist doch nicht mehr realistisch, oder? Ich meine, das war jetzt ein Kampf und in... Moment. Ja, genau, es war ein Kampf. Und immer blieb es im roten Bereich bei jedem Gegner besetzt. Immer... Mann, den setzt du aber richtig früh ein, Waldemar. Das war richtig intelligent. Ich bin stolz auf dich. Rosanna, okay. Hier können wir in Ruhe unser Elisabeth gleich mal eintauschen, nachdem wir hier kurz unseren Bericht geguckt haben. Ich will das wissen. Mhm. Wir könnten auch rein durch Waldemar dagegen einsetzen. Aber ich vertraue Waldemar nicht mehr. Los, Elisabeth, mach was Vernünftiges. Bitte. Ja. Erstmal Schaden kassieren durch Stachler. War ja klar. Okay. Komm. Flammenwurf nur noch, ne? Ja, komm. Ich will auch nochmal sicher gehen. Ich riskiere gar nichts mehr. Wir haben notfalls Äther. Das Spiel mag mich nicht. Was ich da lese, das hat mich überhaupt nicht erfreut, dass da gerade Volltreffer stand. Nein, es war sehr demotivierend und sehr demotivierend. Es sollte nicht so laufen. Da stimme ich dir zu, es sollte nicht so laufen. Ich überlege gerade ernsthaft, dass ich die Liga lieber verlasse. Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Aber ich kann hier leider nicht raus. Höhöhö. Ist ja lustig. Oh. Ist das nicht die Melodie aus dem Rocket Haku? Doch. Ist das hier etwa... der geheime Team Rocket Boss? Abgesehen davon, dass es keinen geheimen Team Rocket Boss gibt, aber ist es er? Da. So, und Elisabeth müssen wir auch noch kurz hochheilen. Meine Güte. Ich glaube, es war der anstrengendste Kampf, den ich je hatte. Ich glaube, nur ein Kampf hat mich mehr aufgeregt, und zwar... gegen den einen Typel mit dem Quapuzzi. Hau ab. So. Hau ab, Fliege! Mücke, was auch immer du bist. So. Wir speichern hier ab. Nur falls hier wieder was schief geht. Ich will nicht nochmal gegen Lorelei kämpfen. Nicht nochmal! Okay, warte, Moment. Richtiges Pokémon einsetzen. Ja, doch. Ja, ich setze das ein. Ist ja egal, ich ist eh wieder tot. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden, weil Pokémon pausenlos trainiert. Ananas, ich kenne deinen Namen. Wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Und ich bin schizophren. Zum Angriff. Ich meine, ich habe eine multiple Persönlichkeit. Schizophren. Ist ein häufiger verwendeter Fehler. So. Er hat zumindest nicht gesagt, dass er zum Team Rocket gehört. Naja. Dagegen können wir elegant Rasierblatt einsetzen. Und wir sind schneller als das Onyx. Das
fast schnellste Gestalts-Pokémon. Es gibt tatsächlich noch ein schnelleres Gestalts-Pokémon, dem wir hier in der Pokémon-Liga noch begegnen werden. Ja. Level up. Immerhin etwas. Ja, genau im Spezialangriff schwächelst du. Das ist ideal. Genau da, wo ich es brauche. Ein Noxan. War das gegen Kikli, wogegen ich das nicht einsetzen durfte, oder gegen Noxan? Ich weiß es nicht mehr. Ist mir auch egal, ich setze es einfach ein. Okay, ich wette, unser Poretta geht gleich K.O. Hallo! Moment, das kann Eis-Typ, ne? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, ob ich dagegen einsetzen sollte. Pass mal auf, wir setzen erstmal X-Abwehr ein, ja. Wir gehen auch nochmal sicher. Himmelhieb. Tja. Geht leider daneben. Scheibenkleister, das trifft er mich dann auch im Fliegen. Oh. Hm. Ja. Also Noxan setzt sehr intelligente Attacken ein, finde ich. X-Abwehr. Ja. Also mir gefällt, was Noxan da macht. Noch mehr X-Abwehr. Wir sollten nicht zu viel verpulvern, weil er danach wahrscheinlich in Onix einsetzen wird. Wobei. Ja, am Stahlflügel. Also powern wir es hoch, wenn wir können. Solange Noxan nur Müll macht, ist das okay. Das gefällt mir. Oh, der erste Himmelhieb, nachdem wir 6-mal die Verteidigung gepusht haben. Na, macht mir immer noch ordentlich Schaden. Das gefällt mir nicht. Wir haben auch noch ein X. Warte, ich will mal kurz was wissen. Und zwar, Purenta hat eine Geschwindigkeit, die mir missfällt. Oh mein Gott. Ich habe Angst. X-Angriff hochpowern. Ein Himmelhieb. Ein Volltreffer besiegt es übrigens mit einem Schlag. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass er keinen Volltreffer macht. Aber sonst wär's doof. Ja, machst du gut, machst du gut, machst du gut. Sehr schön, Noxan. Ich finde das echt klasse. Wir können auch zweimal X-Angriff einsetzen. Ja, okay. Kein Fall drauf, kein Fall drauf. Kein Fall drauf. Ein Hypertank. Okay, gut. Ein Himmelhieb. Der trifft, natürlich. Willst du mich verarschen, Spiel? Hättest du das nicht wenigstens einsetzen können, bevor ich den Hypertrank einsetze? Bevor ich den Hypertrank einsetze? Bevor ich ihn einsetze? Habe ich immer gesagt, dass das Spiel nicht mag? Komm, los, raus mit dir. Dann muss ich halt auf die altbewährte einfach Haut drauf Taktik machen. Psychokinese! Ich verkrüppel dich. Ich dachte gerade, das bleibt da wieder stehen. Ich habe schon den Schock bekommen. Ich habe schon den Schock bekommen. Ein Onix, ja. Okay, gut. Was macht denn unser Knospe? Was macht denn unser Knospe? Rrr. Und Rasierblatt. Sehr schön, sehr schön. Gut. Ja, ja, ich bin jetzt gerade sehr, sehr angespannt. Ich glaube nicht, dass ich alles in eine Folge nachher packen werde. Ich glaube, das wird zu lang einfach nur. Ich habe schon 2 Kämpfe zusammen übersteigen die Folge. Was wollte er einsetzen? Ich habe es vergessen. Ich glaube, mach Homai. Wenn das nicht mit einem Schlag K.O. geht, dann ist unser Rossana am Ende. Wenn es K.O. geht, dann gibt es wahrscheinlich ein Level Up. Der Sieg ist. Mach es platt, 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 mach es platt. Boah, ich hatte schon wieder gerade die Befürchtung, das bleibt stehen, aber wenigstens sogar ein Volltreffer. Das finde ich sehr, sehr aufmerksam von dir. Und fast ein Level Up. Nee, jetzt bleibst du da draußen, jetzt machst du auch noch den letzten Kampf.
Haust du auch noch eine Psychokinese raus. Ja. Das war's wohl. Ja, man kann jetzt mir vielleicht vorwerfen, ich hätte ihm ja vor, hätte es ja eventuell Reflektor einsetzen lassen können, aber wie man sieht, es hätte nichts gebracht, weil Durchbruch bricht dadurch. Ja, so wie der Name es schon sagt. Waldemar, nein. Ja, ich setze es wirklich dagegen ein. Vielleicht haut es ja was raus. Flammenrad. So. Ja, ist auf jeden Fall immerhin super stark, die Attacke. Selbst das gegnerische Pokémon mehr Schaden als du. Mach mal was vernünftig. Nochmal Flammenrad. So, und Durchbruch kommt jetzt. Und jetzt setze ich Flammenwurf ein, damit es K.O. geht. Flammenwurf. Weil sonst wäre wieder so ein Pinüppel an KP bei uns hier wieder übrig geblieben. Gut. Wir haben Bruno besiegt. Und ein Level Up für Elisabeth. Natürlich auch in den Werten, wo es nichts bringt, aber egal. Wie konnte ich verlieren? Indem du verloren hast. Ich bin erledigt. Die nächste Herausforderung wartet bereits. Ich gucke weg. Ja,